Heute zeige ich dir 5 Gründe, warum du in Notruf Hamburg noch keinen Bugatti hast. Und das ist eigentlich ganz einfach. Und zwar hat das auch mit diesem Gebäude zu tun. Der erste Grund, warum du keinen Bugatti hast, ist, dass du dich zu oft verhaften lässt, Freunde. Das könnt ihr einfach nicht immer bringen. Ihr dürft euch nicht immer verhaften lassen. Ihr müsst wirklich alles daran setzen, nicht verhaftet zu werden. Ihr müsst zwar für die Verhaftung an sich selber kein Geld bezahlen, aber ihr müsst Geld bezahlen, wenn ihr eure Waffen neu kauft. Wir fahren jetzt hier ganz schnell zu einem Dealer, Freunde. Da vorne ist ein Dealer. Ich selber habe den Criminal Game Pass. Der ist das. Damit muss man weniger Geld hier für die einzelnen Waffen bezahlen. Das ist schon mal sehr nice. Man bekommt die Knuckles kostenlos und ja, die Sniper hier kaufen. Und wenn ihr verhaftet werdet, ihr müsst einfach, weiß ich auch nicht, müsst euch eine G36 für 6.750 Euro nachkaufen. Das ist viel zu viel. Das könnt ihr nicht bringen, wenn ihr einfach nur die Guess and Go ausgeraubt habt und den Farmshop. Dann könnt ihr euch nicht verhaften lassen. Dann müsst ihr noch ein bisschen mehr ausrauben. Das könnt ihr nicht bringen. Ihr müsst da vorsichtig sein, Freunde. Dürft also, erster Tipp, nicht immer verhaften lassen. Zweiter Tipp, das, was ich gerade gemacht habe. Abbremsen beim Blitzer und hier bei grünen Ampeln dürft ihr fahren. Aber wenn ich jetzt von hier kommen würde, da ist eine rote Ampel. Da dürft ihr nicht rüberfahren, Freunde. Wenn ich jetzt hier einfach mal rüberfahre, dann seht ihr das. Und schwupps, ich werde geblitzt. Muss 100 Euro bezahlen. Das ist viel zu teuer, wenn ihr das die ganze Zeit macht. Das läppert sich so. Ich fahre jetzt hier mal durch schön mit 100, musste 240 Euro bezahlen. So, innerhalb von 30 Sekunden bin ich 300 Euro losgeworden. Und wenn ich jetzt einfach mal hier mit dem schnellen Auto durch Notruf Hamburg fahre, ja, dann passiert mir das ganz schnell, dass ich direkt wieder Geld bezahlen muss. Jetzt habe ich so einen Stern und muss 600 Euro bezahlen. Also innerhalb der letzten paar Sekunden über 1000 Euro Strafe bezahlt. Das ist halt einfach viel zu teuer. Also bei roten Ampeln entweder dran halten, schön nebenstehen und warten. Oder ihr fahrt irgendwie dran vorbei. Da müsst ihr dann immer vorsichtig sein. Denn euer Auto darf natürlich auch nicht zu oft kaputt gehen, weil das müsst ihr dann auch immer reparieren. Das ist einfach viel zu teuer. Und das könnt ihr einfach nicht bringen, dass ihr das immer reparieren müsst. Es gibt noch einen dritten Tipp, Freunde. Und jetzt müssen wir erstmal hier an der roten Ampel stehen bleiben. Wir können hier rechts nicht dran vorbei. Wir könnten hier links dran vorbei. Man kann mal so ein bisschen gucken. Okay, da ist die Ampel noch grün. Wir wollen jetzt eigentlich zur Bank. Oh, jetzt schwenkt die gerade um. Waren wir noch bei... Oh, jetzt sind wir über Rot gefahren. Egal. Jetzt sind wir über Rot gefahren. Ja, komm. Okay. Freunde, das sei... Ihr müsst vorsichtig sein. Einfach warten kurz, dann haben wir das Problem nicht. Was wir aber noch als nächsten Tipp haben, ist ganz einfach. Freunde, ihr müsst immer kriminell spielen. Immer kriminell. Weil als Polizist verdient ihr einfach viel zu wenig Geld. Oder als Busfahrer, LKW-Fahrer. Die Berufe könnt ihr eh wegschmeißen. Die könnt ihr nur fürs Roleplay spielen. Aber ansonsten könnt ihr halt Polizist werden. Das geht. Aber da verdient ihr nicht so viel Geld. Das muss euch klar sein. Als Polizist werdet ihr nicht reich. Da werdet ihr euch keinen Bugatti kaufen können. Das wird sehr lange dauern, bis ihr die 1 Million Euro voll habt. Und deswegen werdet ihr immer kriminell. Ihr fahrt dann einfach hier zum Beispiel zur Ares-Tankstelle. Ich habe jetzt mir gar keine Waffen geholt. Ich bin hier aber jetzt auch auf meinem Server. Könnt ihr auch auf öffentlichen Servern machen. Einfach ausrauben, ganzen Spaß hier. Und wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr wirklich versuchen, alles auszurauben. Alles ausrauben. Und Freunde, aber auch nicht zu gierig werden, ja? Ihr müsst immer gucken, okay, wie viele Polizisten sind denn gerade im Server? Ich habe so eine kleine Regel, wenn mehr als, ja, 3 Polizisten, okay, bei 4 bis 5 Polizisten kann man noch auf dem Server bleiben, aber wohl fühle ich mich bei 3 Polizisten. Ihr geht dann hier einfach in die App rein, dann seht ihr, okay, jetzt bin ich auf dem Private Server, da ist halt keiner online außer ich. Dann geht ihr einfach offline, ihr switcht den Server, dabei müsst ihr aufpassen, dass ihr kein Polizisten in der Nähe seid. Damit ihr, ja, nicht verhaftet werdet, wenn ihr offline geht. So, dann geht rüber und haut hier auch einfach drauf. Raubt einfach alles raus. Und immer alles mitnehmen, Freunde. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr das getan habt, dann müsst ihr, ja, alles mitnehmen. Und wenn ihr dann schon so, sage ich mal, so 50.000 Euro erbeutet habt. So 30.000 bis 50.000. Bei so einer Summe, wo ihr denkt, okay,
Wenn ich die jetzt verliere, ist nicht so mega dramatisch. Dann könnt ihr noch weiterspielen. Wenn ihr merkt, okay, das möchte ich jetzt echt nicht mehr verlieren. Bei mir ist das so ungefähr bei 50.000 Euro. Dann geht einfach mal auf einen leeren Server oder wenn ihr einen Private Server habt, darauf. Dann versteckt euch irgendwo ganz weit. Geht einfach aus Wasser rauf. Chillt da ein bisschen, bis eure Sterne abgelaufen sind. Natürlich müsst ihr alles verkaufen. Und dann habt ihr das Geld schon mal safe. Dann könnt ihr euch da einsnacken. So, Freunde, aber wir haben natürlich noch einen anderen Tipp. Grund Nummer 4, warum du kein Bugatti hast in Notruf Hamburg, ist, oh Junge, dass ihr nicht fahren könnt, so wie ich. Nein, das meine ich nicht. Sondern, dass ihr hier zu oft reingeht, Freunde. Das hier ist die Notruf Hamburg Bank. Ich weiß, hier kann man sehr, sehr viel Geld in einem Raub machen. Das stimmt schon. Das ist wirklich so. Aber wenn ihr hier reingeht, ihr kommt hier nicht einfach so rein. Ihr müsst hier eine Bombe platzieren, damit ihr hier reinkommt und alles ausrauben könnt. Und ja, ihr habt hier einfach ein hohes Risiko, erwischt zu werden. Wenn ihr hier drin seid auf einem öffentlichen Server. Ey, wenn Bankraub ist als Polizist, ich jag hin. Ich lasse alles stehen und ich fahre dahin und versuche die Leute festzunehmen. Weil das einfach voll einfach ist, die Leute da festzunehmen. Und das blüht einen halt als Krimineller. Da muss man schon echt gut sein. Vielleicht ein bisschen mit Kumpels unterwegs sein. Aber Bank wäre ich jetzt eher vorsichtig. Ihr könnt auch einfach Gas and Go und so weiter ausrauben. Da verdient man auch easy peasy 3000 mindestens pro Raub. Und es gibt wie viele Raube? Wir haben die Gas and Go. Wir haben Ares. Das sind 2. Toolshop 3. Osso und Armshop. Wir haben 5 Kassenraube, die wir machen können. Plus natürlich den Juwelier. Und Freunde, ihr dürft nicht vergessen, dass ihr hier auch noch da oben den Containerhafen habt. Und da muss ich sagen, Containerhafen ist free. Containerhafen könnt ihr einfach ausrauben, braucht ihr keine Angst haben. Wenn ihr ein bisschen Angst habt, dann raubt einfach nur einen Container aus und macht dann, fahrt dann kurz weg und nimmt dann den zweiten. Aber Containerhafen, da fährt fast nie jemand hin. Genauso wie Farmshop, easy peasy. Kann man easy ausrauben. Genauso Osso-Tankstelle, da fährt man als Cop eigentlich auch nicht hin. Gefährlich wird es hier auf dieser Seite. Also ihr müsst schon ein bisschen schlau euch angehen. Da kommt direkt der, 5. Tipp eigentlich ins Spiel, Freunde. Ihr müsst immer einen Fluchtweg mit einplanen. Ihr seid jetzt zum Beispiel bei der, bei dem Juwelier und ihr müsst euer Auto schon irgendwie so hinstellen, dass ihr abhauen könnt. Zum Beispiel so, dann könntet ihr hier lang fahren, nach links. Ihr könnt nach rechts fahren. Ihr könnt aber auch geradeaus fahren. Dann könnt ihr hier links bei dem Haus hinfahren. Oder ihr fahrt über die Schranken. Oder wenn ihr ganz krass seid, macht ihr hier so einen schnellen U-Turn. Und dann seid ihr sogar auf dieser Strecke unterwegs. Also ihr habt hier ganz konkret direkt 4 Spuren, wo ihr langfahren könnt und da vorne spaltet sich das. Also ihr habt hier 5 Möglichkeiten, wie ihr einfach abhauen könnt. Finde ich sehr, sehr nice und eine krasse, ja, einfach, man muss einfach ein bisschen sich Gedanken machen, wie man sich hinstellt. Ihr könnt zum Beispiel, wenn wir jetzt hier einfach rumfahren zu Gas and Go, dann könnt ihr einfach nicht euch da so hinstellen, wie ihr lustig seid. Warte mal, ich werde jetzt wieder geblitzt, ist aber auch egal. Oh, danke an Takumua 08 für deine Donation. Wenn ihr hier rauf fahrt, könnt ihr nicht einfach mit dem Auto euch so hinstellen. So, Freunde, was wollt ihr hier machen? Ihr steht denn da drin, raubt den ganzen Laden aus, kommt raus, so, bums. Hinter euch auf einmal ein Stopstick. Hier auf einmal ein Stopstick und da auch. So, wie wollt ihr das machen? Fahrt nach hinten, boom, Stopstick. Fahrt nach vorne, boom, Stopstick reingefahren. So, dann seid ihr einfach erledigt. Euer Auto müsst ihr erstmal teuer reparieren. Polizei verhaftet euch. Ihr verliert alle eure Waffen. Ihr verliert auch alles, was ihr ausgeraubt habt. Also Fluchtweg immer beachten. Auf jeden Fall immer drauf ein Auge haben und aufpassen. Und Freunde, ihr müsst halt diese Regeln beachten. Ihr müsst darauf aufpassen, nicht verhaftet zu werden. Ihr müsst rote Ampeln und Blitzer beachten, nicht rüberfahren. Ihr müsst nicht die Bank ausrauben, eher auf leeren Server ausrauben, weil hohes Risiko und teuer. Immer als Krimineller spielen und immer den Fluchtweg mit einbeziehen, Freunde. Und wenn ihr jetzt nochmal sehen wollt, wie man richtig schnell Geld verdient in Notruf Hamburg, dann schaut ihr doch jetzt das Video auf der rechten Seite an. Bis dann und ciao.